Morgen räume ich auf. Eine Sammlung von Geschichten und Tipps rund um das Thema Aufräumen. Viele von uns haben ja den Lockdown im März und April dazu genutzt, um ihre Kleiderschränke auszumischen, um die Keller zu entrümpeln, einfach um aufzuräumen, um vielleicht auch Ballast loszuwerden. Wir haben vielleicht auch noch die Bilder im Kopf von den langen Schlangen, von Autos vor den Recyclinghöfen. Nicht erst seit dem Lockdown beschäftigen sich viele mit diesem Thema. Das zeigen die vielen Neuerscheinungen im Ratgeberbereich der letzten Jahre. Jede Geschichte in diesem Buch packt das Thema Aufräumen aus einer anderen Perspektive an. Es geht nicht nur um den klassischen Frühjahrsputz, das Kleiderschrank ausmischen und die Kellerentrümpelung. Natürlich gibt es in diesem Buch viele Tipps, viele klassische Tipps und Aufräumanleitungen, aber auch unterhaltsame, skurrile und zum Nachdenken anregende Geschichten. Sie brachten mich gelegentlich zum Lachen oder bestätigten meine, wahrscheinlich Ihre Erfahrungen auch rund um dieses Thema. Viele sind mit einem augenzwinkernden Humor versehen, darunter auch die Geschichte von einer meiner Lieblingsautoren, Martin Sutter, mit der Geschichte Die Schublade des Schreckens. Ich fand die vielen Geschichten immer unterhaltsam und wunderbar zu lesen. Das Buch versammelt so viele unterschiedliche Beiträge, dass einem nie langweilig wird, obwohl es ja eigentlich immer ums gleiche Thema geht. Ein Buch, das man getrost immer wieder zur Hand nehmen kann, immer wieder anfangen kann zu lesen, auch wenn einem wenig Lesezeit vergönnt ist. Und das Schönste dabei ist, wahrscheinlich vom Sofa aus beginnend mit dem Aufräumen anzufangen, indem man einfach in das Buch hineinschmökert. Morgen räume ich auf mit Geschichten und Tipps von vielen verschiedenen Autoren.